Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footwrap-Video hier auf meinem Kanal Footwrap Gaming. Ist mal wieder back am Start, Leute. Heute 194er Bundesliga Team of the Season Challenge. Wir schauen mal, ob wir das Ganze schaffen können. Wir haben ein krankes Teamgebäude, Leute. Wir wollten erst eine andere Challenge machen. Und zwar die Liverpool Tottenham Champions League Challenge. Also seid nicht verwirrt, die kommt auch noch am Samstag. Aber das Team war einfach zu heftig, Digga. Da mussten wir einfach die 194er draus machen. Also bleibt dran, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Jetzt Bescheid. Double Time ist da. Schaltet jeden Tag ein, um nichts mehr zu verpassen. Wir starten ins Video. Let's go. Okay, wir nehmen mal die 4-3-3 defensiv, eigentlich keine geile Formation, aber gut. Was will man machen? Giggs ist am Start. Ah, wir haben auch Sadio Mané als Liverpool-Spieler. Scheißdreck, ey. Aber Giggs ist halt eine Icon, ne? Und wir machen es ja immer so. Icons sind Icons. Und Icons haben Vorrang vor allen Spielern. Und deswegen müssen wir auch jetzt Giggs mitnehmen. Weil sonst können wir nicht hinter dann auf einmal wieder ein Icon mitnehmen. Ihr wisst, wie ich es meine. Deswegen muss Giggs jetzt mit an den Start, Digga. Obwohl Sadio Mané am Start war. Bittere Sache. Aber gut, jetzt klingen wir hin. Die Grüße gehen raus. Ja. Saftig, Alter. Okay, ZDM, let's go. Come on. Fabinho. Oh, da haben wir doch den ersten. Rice haben wir auch noch am Start. Grüße gehen raus. Fabinho. Erster Liverpool-Spieler. Da hat aber Tottenham mir gerade nochmal Glück gehabt. Da hat Tottenham richtig Glück gehabt, weil stell dir mal vor, wir hätten jetzt eben davor nochmal Mané mitgenommen. Da kann sich Tottenham hier bei Giggs bedanken, der alten Icon, weil sonst wäre das hier schon das 2-0 für Liverpool gewesen. Wäre bitter geworden dann, aber gut, wer weiß, alles nur möglich. Vielleicht jetzt Trent Alexander-Arnold, da ist er sogar. Oh, Kimmich auch noch am Start, meine Fresse. Alexander-Arnold natürlich nur als 89er, nicht als 94er. Lichtsteiner noch. Okay, Alexander-Arnold, zweiter Liverpool-Spieler. Es würde jetzt, Digga, stell dir mal vor, wir hätten jetzt Giggs nicht, wir hätten 3, es würde 3-0 stehen. Digga, also da hat Tottenham richtig Glück gehabt, muss man sagen. Aber Innenverteidiger kriegt man oftmals Tottenham-Spieler. Wie immer, check besser nicht. Aha, nee, check auch gerne meinen Shop aus, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nice Designs, wie immer, in 4 Farben, in Rot, Blau, Orange, Grün erhältlich in meinem Shop. Link ist mir oben in der Beschreibung, als erstes verlinkt. Das hier ebenfalls in meinem Shop, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, als T-Shirt und als Pullover. Wir haben Kissen, wir haben Tassen, wir haben Turmbeutel, wir haben die nice LED-Lampen noch. Diese und diese hinten passend in Blau zum Trotz, ihr wisst Bescheid. Wir haben noch Handyhüllen in 4 Farben, Orange, Blau und Grün und vieles mehr. Ja. Außerdem hier noch gratis Autogrammkarte, ja, von mir zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Wir schauen mal, Leute, also hier kommen oftmals Tottenham-Spieler auf der Innenverteidigerposition. Oder auch nicht. Scheiß die Wand an. Der Typ ist hier Legende, Mantovani. Der hatte letztes Jahr so blau gefärbte Haare. Hat er dieses Jahr aber auch nicht mehr. Aber wir sehen auch so ein bisschen. Die sind auch ein bisschen gefärbt hier. So oben die Spitzen sind ein bisschen gefärbt. Entweder ist es grau oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber das sind die Überbleibsel von der blauen Farbe, glaube ich. Was sind das hier für Spieler? WTF? Ey, das waren 4 Nonner-Spieler in einer Inform. 75er Inform. Nehmen wir mit der Legende hier. Findlay. Finlay, kennt ihr noch Finlay vom Wrestling früher? Ey, Finlay, absolute Legende gewesen mit Hornswoggle, bester Mann. Oh, Vieira. Okay, zweiter Icon. Bislang noch kein Tor an dem Spiel am Start. Wir nehmen Vieira mit. Linksverteidiger. Gibt's da überhaupt? Rose. Ach du Scheiße, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn jetzt los, Mann? Silberspieler jetzt schon in der Startelf. Ja, danke, Van Damme. Super Sache, Mann. Ah, 62 Tempo als Linksverteidiger. Danke für alles, ey. Jo, warum sind die alle so langsam? Der Typ hat 53 Tempo. Der hat 70, der hat 59, der hat 62, der hat 67. Alter, WTF, was ist das hier? 53 Tempo. Digga, du bist Linksverteidiger. Da wollen wir mal ein bisschen pacen können. Wir nehmen mal diesen Weignor mit. Der könnte sogar noch uns in Vieira linken. Das war's aber dann wieder. Komm mal, können wir die erste Tottenham-Karte kommen? Wir wollen mal ein bisschen Spannung haben. Boah, das ist natürlich bitter. Kommen direkt beide. Ja, kommen direkt beide auf einmal, ey. Alderweireld und Vertonghen. Auf der Tong hätte man noch Linksverteidiger kriegen können. Aber nein, wir kriegen eine Silberkarte. Danke dafür. Ich nehme Alderweireld mit. Und das heißt, es steht 2-1 für Liverpool noch. Torhüter könnte auch ein Tottenham-Keeper werden, weil da kriegt man oftmals Lloris. Okay, Alisson kriegt man fast, ja, auch so genauso oft eigentlich. Wir gehen aber erstmal ins Mittelfeld. Fernandinho, Kanté, Koulibaly. Starke Mittelfeldspieler. Wir nehmen natürlich N'Golo Kanté mit als 96er Team of the Year. Machen wir mal so. Ja, das Mittelfeld kann man mal machen, Alter. Das ist ein Brecher-Mittelfeld. Vieira,
Kante und Fabinho, ich glaube, da kommt gar keiner durch. Offensiv, naja, gut, aber defensiv absolut krank. Okay, Vieira könnte man hier, ne, ist so ein bisschen offensiver. Aber das defensive Mittelfeld mit Kante und Fabinho schmeckt schon. Okay, vielleicht Lloris, vielleicht Alisson, einer von beiden oder auch keiner. Sieht so aus, keiner von beiden. Foster haben wir am Start. Ja, läuft Foster mit. Ja gut, es bleibt immer weiter entspannt, ne? Muss man dazu sagen. Vielleicht rechter Flügel, Salah. Kommt oft. Oh, da ist er auch. Oh, Digga, was sind das für Spiele, Alter? Scheiß die Wand an. Shaqiri wäre sogar auch da gewesen. Also zwei Spieler von Liverpool. Also Liverpool will das Ganze klar machen hier. Sterling ist natürlich auch noch am Start. 96er, 98er Messi, fast übersehen. Auch noch am Start, krank. Na gut, wir müssen 91er Salah mitnehmen. Damit steht es 3:1. Das heißt, die alte Führung von 2 Punkten Abstand ist wiederhergestellt. Den gibt es im Sturm. Firmino gibt's. Kane gibt's. Kane kommt eigentlich öfters als Firmino. Wir werden es einfach sehen, was soll's. Wenn jetzt hier noch ein Liverpool-Spieler kommt, dann würde ich sagen, war es das schon fast. Und dann haben wir Van Dijk als Stürmer, Alter. WTF. Also, wenn der Typ jetzt hier als Stürmer die ganze Sache beendet, dann kacke ich mir richtig in die Hose, Alter. 4:1, Van Dijk, Virgil van Dijk als Stürmer-Version. Absolut saftig. Foot-Birthday-Karte, Stürmer-Version von Virgil van Dijk. Ja, was will man bitte mehr? Und es steht 4:1. Und wir sind so auf 96 Chemie, Alter. Krass. Junge, was machen die beiden hier eigentlich? Ey, wir sind auf einer 90er Bewertung. Stell dir mal vor, wir hätten die beiden hier. 75er und 73er. Der ist ja auch fast Silberspieler, der Finlay. Der Finlay, der Wessler hier. Stell dir mal vor, wir hätten die beiden. Ich hätte hier auch nochmal zwei gute Karten. Vielleicht sogar 90er Karten. Digga. Wir wären locker auf einer 93er Bewertung oder so, weil das Team ist ja absolut krass. Okay, Forster ist auch. Ah, okay, Forster. Ja, gut, das habe ich. Aber Bro, Forster ist auch broke. Aber naja. Egal, was soll's. Weiter geht's. Was sind das für Spieler? WTF. WTF. Ne, was tust du mit? Puh, hat gar nichts gebracht. Also es wird mal langsam Zeit, wenn jetzt hier nicht in den nächsten 2-3 Spielern eine Tottenham-Karte, mindestens eine, dabei sein wird, dann, ich würde fast sagen, war es das. Für Tottenham. Ich glaube, dann war es das wirklich. Ey. Neymar haben wir am Start. 93er. Sanchez, Sterling, Pepe. Neymar mit. Okay, die letzten drei Spieler des Teams. Also von diesen drei muss einer von Tottenham sein. Sonst würde ich einfach schätzen, ist das Ding over? Würde ich einfach mal schätzen. Ja, natürlich ist alles möglich. Alles ist möglich. Toyota. Aber ich glaube, dann ist das Ding over. Bowen, Tagliafico, Yashi. Digga. Junge. Aber wieder keiner von Tottenham. Wir nehmen Yashi mit. Zack's ihm auf 100 Chemie. Sehr geil. 191er. Schmeckt's. Pass auf, wir machen es mal anders. Zack, Neymar hier rein. Susu kommt erstmal hier rein, sind wir sogar auf einer 92er Bewertung, sehr, sehr geil. Okay, lassen wir es mal so, weil dieser, Digga, selber Spieler muss mal raus, hier ist er absolut lost, aber absolut lost. Okay, komm, ein Tottenham-Spieler, ich will ein bisschen Spannung haben, Mann, was soll das denn hier, ich will ein bisschen, oh, Tejes. Laporte ist auch Linksverteidiger. Nehmen wir mal Tejes mit, zack, hier Neymar hin, boah, Bruder, der, es wird noch cool, das heftige Team, ey, ohne Scheiß. 92er Wertung, 96 Chemie, das Team ist echt krass. Das kann man mal machen. Griezmann auch noch als 93er. Junge, was kriegen wir für Spieler hier eigentlich, ey? WTF, Mann. Warum kriegen wir eigentlich so viele? Okay, für viele ist übertrieben, aber 2 Foot Birthday Card, Digga, gefühlt nie 2 am Start. Jetzt haben wir 2 hier direkt am Start. Okay, nehmen wir mit Griezmann, bin ich auch gespannt, wo der hinwechseln wird. Das, Digga, wird echt eine interessante Sache, weil Barca will ihn ja anscheinend nicht, oder die Spieler von Barca wollen ihn nicht. Dann kann er eigentlich nur nach England gehen, weil wer soll sonst so viel Geld für den bezahlen? Bayern wird den niemals holen. Vielleicht geht er auch zu Juve. Wer weiß, Digga. Juve holt jetzt alles. Juve holt jetzt jeden zu Juve, ey. Ich sag's euch. Mit Lenglet hätten wir schon mal die Chemie, glaube ich, auf. Ja, der ist Franzose halt, ne? Der linkt halt Vieira, das war's auch. Da ja, und unseren Torhüter. Gut. Können wir mitnehmen. Also ich glaube, damit kommen wir fast schon auf volle Chemie. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, dass das Ding mehr oder weniger schon durch ist. Also ich glaube nicht, dass Tottenham hier jetzt nochmal dran kommt. Wenn jetzt hier vielleicht ein Tottenham-Spieler kommt, okay, ist noch eine Möglichkeit da, aber sonst Higuain ist, glaube ich, keine Chance mehr, für Tottenham hier noch irgendwie ranzukommen. Es steht weiterhin 4:1. Es sind noch 5 Spieler. Also hier spätestens muss ein Tottenham-Spieler sein. Und es ist keiner. Und damit würde ich schon fast sagen, war es das. Wir nehmen Kevin De Bruyne mit. Junge, was haben wir für geile Spieler, Alter? Das ist echt krass, Mann, ohne Scheiß. Wir haben absolut die heftigen. Aber gut, 4 Spieler sind es noch. Let's go, come on.
Einer muss jetzt sein. Bitte, Tottenham, einfach nur für die Spannung. Boah, Bruder, was sind das für Spieler hier? Digga, Sancho und Bruno Fernandes. Junge, Junge, Junge. Der ist auch heftig. Die Werte sind absolut krass, ne? Wir nehmen Jadon Sancho mit. Okay, dann sortieren wir mal ganz kurz. Wir sind auf einer 93er Bewertung, Alter. WTF. Digga, das Team ist todesheftig. Junge, das wird noch ein 194er, Alter. Ich schwör's euch. Das wird ehrlich noch ein 194er. Digga, Koulibaly, das wird wirklich noch ein 194er. Was ist hier los, Mann? Bruder, muss komplett los bei dem Team. Muss aber mal komplett los. Digga, wir müssen hier unsere Liverpool-Challenge mal auf Eis legen, Alter. Das ist hier... Digga, das ist hier ein absolut heftiges Draft. Warte mal, das könnte noch ein 194er werden. Leute, wir müssen hier, glaube ich, unsere Liverpool-Challenge mal absolut auf Eis legen. Und die noch ein andermal machen. Vielleicht habt ihr die auch schon gesehen, Alter, ohne Scheiß. Vielleicht habt ihr die auch schon absolut gesehen, aber es könnte noch 194er werden. Bruder, da muss ich komplett los. Digga, das Team ist eine absolute Eskalation heftig. Ich schwöre es euch, das ist ja komplett heftig. Okay, komm. Bitte, der muss gut werden. Komm, komm. Der wird gut. Komm, 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 Bruder. Ah, scheiße, Digga. Dein Ernst? Nur Marcelo? Ach, da hätte ich mir jetzt mal mehr vorgestellt, ey. Da hätte ich mir jetzt aber viel mehr vorgestellt. Junge, das könnte ihr das 194er Bundesliga-Trotz mit Sancho werden, Alter. Ich sag's euch. Das hätte es werden können. Bruder, geiles Team, ey. Vor allem, Digga, das ist schon... Wir haben ja nur 90er plus im Team. Digga, na, nee, scheiße, Van Dijk. Ey, hier, der auch. Alexander Arnold. Junge, sonst haben wir nur 90er plus. Komm, bitte, der muss nochmal geil werden. Bitte, 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 lass ihn geil werden. Komm. Ja, blau, naja, ist immer so mit... Oh, Ederson. Let's go, Alter. 94er Ederson. Schmeckt aber wieder richtig. Das schmeckt mal wieder absolut von der anderen Sorte. Aber absolut von der anderen Sorte. What? Wir sind trotzdem nicht auf... Digga. WTF. Das reicht nicht für ein... Willst du mich verarschen? Das reicht halt ehrlich nicht. WTF, Mann. Es reicht halt einfach eiskalt nicht. Ich juck die gar nicht. Ich juck die eiskalt gar nicht. Ich mach noch kurz den Manager. Ich juck die wirklich mal eiskalt. Absolut, 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 absolut gar nicht, ey. Ah, toll, danke dafür. Boah, chillig, ey. Ja, läuft, aber krankes Draft, Mann. Wir waren kurz vorm 194er, Alter. Ohne Scheiß. Das war heftig, Alter. Außer nichts, wenn wir diese Silberkarte nicht gehabt hätten, ne? Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo drauf. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Täglich einschalten, ihr wisst es. Shop noch auschecken. Nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün. Als T-Shirt, als Pullover in meinem Shop erhältlich. Ebenfalls das hier. Schwarz auf Schwarz, Weiß auf Weiß. Als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Handyhüllen, Kissen, Tassen, Turmbeutel am Start. Nice LED-Lampe gibt es noch. Diese und diese passen in Blau zum Team of the Season. Handyhüllen, ja, in Orange, Blau, Rot und in Grün. In diesen vier Farben erhältlich. Und nicht vergessen, gratis Autogrammkarte. Von mir zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.